21. März. Emily Schneider. Julie Schneider wurde am 6. September 1820 in Haaren bei Heinsberg geboren. Nach Abschluss der Schulbildung arbeitete sie als Erzieherin in Lüttich. 1845 nahm sie den Ordensnamen Emily an und trat in die erst 1833 gegründete Schwesterngemeinschaft der Töchter vom Heiligen Kreuz ein. 1851 war sie für kurze Zeit Novizenmeisterin in Aspell bei Ries. 1852 wurde sie als Oberin des Theresienhospitals nach Düsseldorf berufen. Schwester Emily gilt als Mystikerin. In ihren Visionen während der Heiligen Messe erkannte sie Christus, den leidenden Herrn, in den armen und notleidenden Menschen. 1857 erkrankte Emily Schneider an Typhus, wovon sie sich nicht erholte. Sie starb am 21. März 1859 in Düsseldorf. 1926 wurde in Köln das Verfahren zur Seligsprechung eingeleitet. 1992 wurden Akten zur Prüfung an die Kongregation für die Heiligsprechung in Rom gegeben. Am 6. Juli schließlich 2007 wurde der heroische Tugendgrad anerkannt. Zur Seligsprechung fehlt bisher die Bestätigung Gottes durch ein Wunder. Am 8. März 1857 notierte Emilie Schneider Folgendes: Als ich eines Tages gleich beim Anfang der Heiligen Messe tief durchdrungen war vom Geheimnis göttlicher Liebe, sah ich gleich nach der Wandlung meinen geliebten Heiland von unbeschreiblichem Glanz umgeben. Aus seinen heiligen Wunden, besonders aus seiner Herzwunde, sah ich die Gnaden fließen. Da sagte mein geliebter Heiland: Was du hier siehst und nicht verstehst, sind die Früchte meiner Liebe zu den Menschen. Vergiss nimmer, was du gesehen, und suche hier, wessen du bedarfst. Es ist von Interesse zu sehen, wie die Visionen mit dem Alltag von Schwester Emilia korrespondieren. Das Geheimnis Christi wird lebendig im Charisma des Ordens, in der Armenfürsorge und in der Krankenpflege sowie in den konkreten Tätigkeiten der verehrungswürdigen Dienerin Gottes Emilie Schneider. Gott und Welt, Schöpfer und Geschaffenes gehören zusammen. In Christus wird deutlich, dass Gott selbst in Leid und Tod zu finden ist. Das Übernatürliche berührt immer das Natürliche. Uns fällt es schwer, Leid und Kreuz anzunehmen. Gott aber kann selbst daraus noch etwas machen.